synchronisiert. Ja. Okay. Ich muss ein bisschen noch wiederholen, dass der Hammer wieder aufkommt. Jetzt geht, genau. Sehr gut, noch ein Stück. Noch. Nee, ihr müsst rutschen. So, guckt schon irgendwer zu. Ich weiß nicht, wo du dunkle Pullis trägst, da sieht man deinen Bauch nicht. Mhm. Und mhm. Jetzt guckt aber noch niemand zu. Bei mir aus. So. La 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 la. Hast du deine Maske nicht ab, oder? Doch. Wir können ja mal warten, bis Tole irgendwie dazukommt. Das sehen wir dann hier unten. Mhm. Sind wir schon drauf oder was? Sehen uns die vielen Menschen? Naja, das sind da winken ganz viele. Mhm. Hallo. Das ist Irina. Sieht zu. Artyom ist auch da. Hallo. Christos Venetis, kennen wir auch. Hallo. Jule muss dazukommen. Jetzt warten wir auf Tole. Wir warten noch ein wenig auf Tole. Ich kann auch meine Maske abnehmen. Herzlich willkommen. Ach, eigentlich du bist's. Artyom sagt auch Hallo. Alle sagen Hallo. Das ist so schön. Galerie Judith André. Hallo. Da, ich guck mal, ob ich den jetzt finde. Tole. Anfrage senden. Alles winkt. Wir winken auch. Wir warten gerade noch auf Tole. Und dann geht's los. Geht gleich los. Judith. Wir sehen scharf aus. Es stand da. Ich lese nur vor. Danke. Ja, Heinrich hat abgenommen. Danke. Das stimmt leider nicht, aber danke. Auch dafür danke. Wir gucken jetzt hier gerade so ein bisschen dämlich aus der Wäsche, weil wir die ganze Zeit warten, dass Tole online kommt. Wahrscheinlich sitzt er gerade hektisch vor seinem Handy und drückt überall rum. Wir sitzen hier übrigens ohne Maske, weil wir quasi aus einem Haushalt sind. Ich könnte auch noch ein bisschen weiter nach vorne. Nein, das stimmt natürlich nicht, soweit es stimmt. Nein, aber wir sind permanent getestet. Ich rufe Tole nochmal an. Ja. Galerie Caroline Heinz, hallo, guten Tag. Nur Tole fehlt noch. Ich kenne das, wahrscheinlich sieht er uns und redet und winkt und drückt. Aber das wird schon noch. Wir können ja so lange guten Tag sagen. Herzlich willkommen. Wir haben ja gestern eine grandiose Eröffnung gehabt online. Ganz ungewöhnlich, ganz neu. Ganz neu, haben wir noch nie gemacht. Da ist Tole. Tole Rotermund. Du müsstest eine Einladung bekommen haben, Tole. Nein, nicht? Die musst du nur noch annehmen, Tole. Tole, du musst die Einladung annehmen. Kommt sofort. So, jetzt. So, wir haben jetzt nochmal eine geschickt. Warten auf Tole Rotermund steht da unten. Das trifft es. Ja. Was für ein schöner Buchtitel. Ja, warten auf Tole Rotermund. Es geht gleich los. Bleiben Sie dran. Verpassen Sie nicht die nächste Folge, wenn es heißt, es klappt. Warten auf Tole Rotermund. Aber warum steht da so lange Warten auf? Wir haben ihn doch schon gesehen. Es geht gleich los, es geht gleich los. Keine Panik. So viele Menschen, die winken, wie nett. Ja. Also wer sich fragt, warum wir hier so rumhängen und was das hier hinter uns ist, das ist eine Arbeit von Corinne von Lebusa, die sie deshalb angefertigt hat, weil die Ausstellung, die wir letztens mit ihr gemacht haben, um ein Jahr verschoben wurde. Und dann meinte sie, naja, die Bilder hängen ja sowieso nur so rum. Und dann kann man das ja auch mal in dem Bild zeigen. Und wir dachten, das passt jetzt ja hier so, dass weil wir auch uns mit den Gegebenheiten versuchen anzufreunden. Und wir warten aber, wir hängen nicht nur rum, sondern wir warten auch. Ja, irgendwie kommt die Verbindung nicht zustande. Ah, da ist er!
aber wir hören dich noch nicht. Ich glaube, das ist der meist gefallene Satz in seit einem Jahr. Du musst das Mikro drücken. Oh. Aber ja, könnt ihr das hören jetzt? Geht das? Ja, oder? Jetzt hören wir. Hören ja, das? Okay, super. Ich sehe kein Mikro. Ja. Und du das siehst gut aus. Ja. Ja, das geht so. Ich bin, jetzt muss ich mich erstmal hier platzieren, weil ich kann nämlich nicht so lange halten. So geht das, glaube ich, besser, oder? Ja, super. Ja. Was wollte ich sagen? Nee, ich bin ja hier auf dem Land, auf dem plattesten Land, und da ist das mit der Verbindung nicht so einfach. Das ist nicht so wie im schicken Berlin. Berlin-Mitte war so mit Glasfaser und diesen ganzen Geschichten, sondern ich muss irgendwie sehen. Frag mal den Christian, wie das ist so in Berlin-Mitte mit Glasfaser und so. Also das liegt schon im Boden, das stimmt, aber angeschlossen ist es halt nicht. Das ist das Problem. Also Mitte ist letztlich wahrscheinlich noch schlechter als bei dir. Deshalb alle wichtigen Sachen kann ich nicht von zu Hause aus machen. Also ja. Ist ja, sehr lustig. Ja, das ist aber hier genauso. Und es gibt tatsächlich, es gibt ja hier das berühmte Nolde-Museum gleich nebenan. Die sind in der gleichen Situation. Und der Chef Christian Ring, ich weiß gar nicht, ist ja so zufällig dabei, der hat mir einfach mal erzählt, wenn die mal Bilder, also online Bilder verschicken wollen, dann fahren die, dann laden die auf den Stick und dann fahren die mit dem Stick irgendwo hier nach Husum oder in so ein Internetcafé schicken das dann da weiter. Oder zum Briefkasten. Oder schicken gleich den Stick, also irgendwie sowas. Kann man mich denn einigermaßen hören? Geht das denn? Man hört dich wunderbar. Perfekt. Da bin ich beruhigt. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Ja, herzlich willkommen. Und auch dir nochmal vor allen Dingen vielen, vielen Dank für die Arbeit, die du uns hier geschickt hast und dass du dabei bist bei unserer kleinen Preview, die wir hier veranstalten. Ja, ja, gerne. Sehr gerne. Momentan, wir haben ja dankenswerterweise mit sehr viel Geduld, nicht nur von dir, sondern auch von allen anderen Teilnehmern der Paper Positions, darauf konnten wir vertrauen. Wir mussten jetzt ja schon zweimal verschieben. Jetzt ist ja der Termin im August, so dass alles dann irgendwie funktioniert. Und danke, dass du jetzt auch mit dabei warst, hier mit dabei. Und vielleicht kannst du ja erstmal was zu der tollen Arbeit sagen. Das Interessante ist nämlich, dass Eduard Bagier, finde ich, ist ja ein Künstler, da kann man ja solche und solche Arbeiten haben. Und was mir bei dir immer auffällt, wie du es eigentlich schaffst, immer diese ganz tollen, also diese Arbeiten zu finden, die wirklich auch allen auffallen. Und das merkt man ja auch, wenn, als wir hier Aufgaben haben beim Team, dass ganz viele so sagten, boah, das ist ja eine tolle Arbeit, das ist so im Vorbeigehen, die man so sieht und dass man so sagt, das ist so eine Arbeit, wo man hängen bleibt. Und vielleicht magst du damit einsteigen, dass du ein bisschen sagst, warum gerade die, wie hast du sie gefunden und was verbindet dich eigentlich mit Bagier? Wie viel Zeit haben wir denn? Ist das ja auch limitiert, oder? Wie bei Zoom, nach 45 Minuten die Leitung. Okay. Ich hoffe auch, dass die Leitung hält, weil ich bin jetzt gerade zwischendurch schon wieder draußen gewesen. Jetzt habe ich nicht ganz gehört, was ihr gesagt habt. Aber es ging, aber ich soll ein bisschen was über Bagier erzählen vielleicht. Oder über diese spezielle Arbeit, die ich zur Paper Positions at Galeria Muschek eingereicht habe. Und das sind so Reiher, die ja fast schon so ornamentartig aneinandergereiht so über das Blatt fliegen. Und das ist ganz spannend. Also wo soll ich anfangen? Eduard Bagier ist ja so ein nordischer Künstler, der mir allein dadurch, weil ich auch so ein nordischer Typ bin, schon mal sehr, sehr liegt. Dann kommt dazu, dass Papierarbeiten genau mein Thema sind. Aquarelle sind etwas, was ich unglaublich mag, weil in der Aquarellmalerei kann man einfach wirklich so die Kunst in so einer ganz unmittelbaren Form entdecken und spüren. Man sieht, also man spürt geradezu, wie der Künstler da mit dem Pinsel über das Papier gearbeitet hat und gewischt hat. Also das an sich gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Und naja, bei Eduard Bagier ist es so, das ist jemand, der viel gereist ist, der viel in der Natur aufgenommen hat und versucht hat, das direkt, was er empfindet, direkt auf das Papier, wohlgemerkt immer das Papier zu bringen. Der hat zwar auch gemalt, also in Öl gemalt, aber ich finde eigentlich seine Papierarbeiten viel, viel spannender als die Ölbilder. Und wie gesagt, das Unmittelbare finde ich sehr, sehr spannend. Das Thema Reisen verbindet uns. Ich reise auch wahnsinnig gerne. Ich bin offen gestanden auch so in den kalten Tagen lieber irgendwo im Süden unterwegs. So hat er es auch gemacht. Eduard Bagier ist eigentlich Hamburger, hat in Blankenese ein ganz hübsches Häuschen gehabt, so ein richtiges Fischerhäuschen mit Reet gedeckt und hat aber die Sommermonate meistens und auch ab Frühling bis dann in den frühen Herbst hinein auf Ischia verbracht. Und da hatte er in Forio d'Ischia, also in der Hauptstadt von Ischia, hatte er auch ein sehr, sehr hübsches Häuschen mit Atelier und so weiter und ist dann so über die Insel gestrichen und hat dann so da seine Motive gefunden. Und das finde ich irgendwie sehr, sehr spannend. Und dementsprechend habe ich gedacht, weil ich auch eine große Sammlung von Eduard Bagier Aquarellen habe und ich sammle immer noch ein bisschen weiter und irgendwann hätte ich auch große Lust, mal so einen Katalog zu machen zu dem Thema, weil das ist schon etwas länger nicht mehr passiert.
Eduard Bagier ist so ein Künstler gewesen, der in den 60er, 70er Jahren total en vogue war. Da lebte er auch noch und er hatte ein super gutes Netzwerk. Und das hat dann in den 90er, 2000er Jahren ein bisschen abgenommen. Und so langsam habe ich das Gefühl, man merkt das auch, wenn man auf der Auktion nochmal irgendwo was von Eduard Bagier sieht, das entwickelt sich in der Regel immer sehr, sehr gut. Also da ist eine gewisse Nachfrage. Was ich noch dazu sagen kann, warum Bagier, seine großen Vorbilder waren die Künstler des Blauen Reiter und allen voran August Macke und Paul Klee. Und August Macke und Paul Klee sind ja dann auch so meine Künstler, die ich normalerweise handle. Und das finde ich eben so, so spannend, dass ich sage, da mache ich mit. Und Eduard Bagier ist Gott sei Dank eine etwas andere Preisliga als Klee und Macke. Das heißt, da kann man sich dann auch mal was gönnen, in Anführungsstrichen. Und man kann vor allem mit Eduard Bagier auch mal das etwas jüngere Publikum erreichen. Weil so ein Aquarell, das fängt dann, ich sage mal, bei 5.000, 6.000, 7.000 Euro an. Und ich glaube, die Großen, die gehen so vielleicht bis 18, 16, 18.000 oder so. Ich weiß gar nicht, was kostet meins denn da, was ich bei euch habe? Nicht viel, ne? Ist günstig, oder? 800 oder so. Ja. Ich glaube, ich nehme es auch. Genau. Also was, ich habe heute noch mir so die Biografie angeguckt und ich finde das total faszinierend, was der für eine Geschichte hat. Der ist ja 1901 geboren, mit, glaube ich, 6 Geschwistern. Vater war Direktor einer Volksschule. Er selbst hat ja auch eine Ausbildung gemacht zum Volksschullehrer. Hat dann sich sehr früh entschieden, in jungen Jahren Künstler zu sein oder Künstler zu werden. Ich glaube, seine Eltern sind sehr früh gestorben, da war er 14 und 18 oder so ungefähr. Und hat ja tatsächlich seinen ersten Ankauf, und wenn man das mal so übersetzen würde auf einen heutigen Künstler, wäre das natürlich überall in der Presse wahrscheinlich. Ich glaube, er hat mit 23 oder 24, wenn ich das richtig erinnere, schon so seinen ersten institutionellen Verkauf an die Kunstler Hamburg gehabt. Mhm, ja. Und dann 10 Jahre später an die Nationalgalerie. Mhm. Hat ja dann auch hier ausgestellt, glaube ich, bei Nierendorf, der auch in Berlin einen ganz großen Namen hatte, vor allem damals. Und so dieses aus vom Land zu kommen, also Hamburg, ja, dann und in so jungen Jahren ohne Eltern aufzuwachsen, so eine Ausbildung zum Lehrer zu machen und dann so in die Welt zu ziehen, der ist ja ganz viel, sehr wahnsinnig viel rumgereist. Das finde ich, ist eine extrem spannende Geschichte. Und das Reisen war ja noch was völlig anderes damals, als es das heute ist. Und ja, der ist vor allem, weil wo du das gerade sagst, er ist viel gereist. Natürlich war er nicht nur auf Ischia, er war also nicht nur in Italien unterwegs, er hat die Kriegsjahre teilweise als Übersetzer in Florenz verbracht oder in der Toskana, sondern er ist auch in den Senegal geflogen, er ist nach Marokko geflogen und so, aber geflogen, also gereist, geflogen. Er ist tatsächlich auch geflogen, aber der große Teil der Reise hat dann auf anderem Wege stattgefunden. Und diese Reiher sind eben höchstwahrscheinlich auch eher im Süden entstanden. Also nicht, das sind keine deutschen Reiher, sondern das ist sehr, sehr hochwahrscheinlich, dass das auf einer dieser Reisen gerade Richtung Afrika entstanden ist. Und da kann man sich vorstellen, wann er ungefähr da war, nämlich als diese Vögel da im Winterquartier waren. Und wenn ich so manchmal Vögel sehe, dann denke ich, oh, das ist so schön, das wäre auch mein Ideal. Auch herrlich im Süden, im Sommer, im Winter im Süden und im Sommer dann hier oben im Norden. Und das sind also, man kann fast schon sagen, in der Hinsicht ist das für mich schon sowas wie ein Sehnsuchtsmotiv. Ja, ja. Aber mir gefällt die Arbeit deshalb besonders, weil sie so diese Ausgewogenheit zwischen dem Gegenständlichen hat und dem Abstrakten. Also zunächst könnte man das ja eher so auch in diesen Arbeiten sehen, die Bagier ja auch gemacht hat, die sich in so einer ganz, in so einer Tonigkeit auch ein bisschen für mich manchmal verlieren und in so einer, wo man eher so sozusagen Formen miteinander sieht, die gar nicht so etwas Konkretes beschreiben. Und wenn man dann länger auf das Bild schaut und spätestens natürlich, wenn man den Titel hat, dann sagt man, ja klar, dann sieht man sie sofort und dann sieht man plötzlich diese Dreiecke, die man oder diese Winkel, die man vorher gesehen hat, dass das ja alles die Reihe ist. Und das finde ich ganz besonders spannend, auch dass er so mit diese Ausgewogenheit zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion in dieser Arbeit hat und auch farbig ein bisschen markanter ist, was ich sonst bei anderen Arbeiten manchmal, wo ich denke so, aber die Arbeit finde ich echt toll, weil sie so eine, also die macht so Lust auf mehr, man guckt sich ein und für das Auge bleibt das eben spannend, bis man dann eben dann tatsächlich das Thema die Reihe am Senegalfluss da dann plötzlich tatsächlich auch richtig wahrnehmen kann.
Ja, vor allem, als du uns die geschickt hast, ich gucke ja immer, ich gucke ja mir erstmal nur so Abbildungen an und gar nicht so sehr Titel und Maße. Und habe deshalb, also ich habe zum Beispiel am Anfang gar nicht wirklich Raya wahrgenommen, weil das ja so diese Flächen, er hat ja viel mit Flächen gespielt, um dieses Abstrahierende irgendwie hinzubekommen. Und also ich habe tatsächlich ganz andere Dinge gesehen und war dann natürlich, wenn du dann liest Raya, klar, und dann denkst du, wie blöd kann man sein? Natürlich sind das Raya, also ich finde so diese Dynamik einfach extrem spannend, die so ein Bild hat. Also wenn es jetzt, wenn du auf das Blatt guckst und ich hätte jetzt nicht, es ist von 68, das sieht man natürlich, dass es jetzt nicht ein frisches Blatt Papier ist. Und was macht ihr? Das hat so eine ganz dichte Dynamik. Und ich habe gestern Abend irgendwie, als ich nach Hause gefahren bin, hatte ich natürlich auch so Musik auf dem Kopfhörer und dachte, das, im Grunde kannst du es auch mit Musik übersetzen. Mhm. Ja, also das ist nicht Cool Jazz, sondern es ist eher Bebop. Das ist so kraftvoll und dynamisch und lebendig. Das müsste es aber eigentlich auch zeigen. Ohne was? Ist jetzt nicht da irgendwo, oder? Ja. Soll ich es mal holen? Ja, ich hole das mal. Jetzt reden wir so viel. Das ist doof. Ich hole mal das Original. Allen 250. Wann hast du denn das erste Mal, kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal ein Bild von Bagheera gesehen hast? Ja, das kann ich mich genau erinnern. Das muss so irgendwann gewesen sein in den Mitte der 90er Jahre, als ich in Berlin für die legendäre Villa Griesebach gearbeitet habe. Und das war insofern ganz spannend, als dass ich davon überhaupt gar keine Ahnung hatte. Ich wusste gar nicht, wer Edmond Bagheera war, witzigerweise. Und da wurde mir aber als junger Kunsthistoriker, der ich gerade bei Villa Griesebach meinen ersten Job hatte, da haben wir es doch. Das ist aber toll. Es ist auch richtig rum. Ja. Ach, ja, ne? Das sieht doch krass aus. Ja, naja, auf jeden Fall. Dann habe ich also bei Griesebach habe ich dann eben, hey, super. Ja, das sieht richtig rum aus, genau. Schick. Sehr schick. Schönes auch sehr Bild. Schön gerahmt. Kann ich gleich ach, was zu sagen. Ja. Nur 800 Euro, also ich nehme es. Ja, ich glaube, da fehlt eine Null, ne? Irgendwas war doch da. Naja. Also Preis auf Anfrage, aber das ist, glaube ich, das lässt sich bei euch, glaube ich, ganz schnell anfragen und erklären. Was wollte ich denn sagen? Bei Griesebach dein erstes Mal. Genau, das ist mein erstes Mal bei Griesebach. Und dann wurde mir das so eingeliefert. Und ich fand den irgendwie klasse. Ich fand den irgendwie spannend. Konnte das aber gar nicht erklären. Kannte den Künstler auch gar nicht. Und das ist dann natürlich immer schön. Und deshalb kann ich auch immer nur jedem empfehlen, der sich mit Kunst und Kunsthandel beschäftigen möchte, professionell beschäftigen möchte, geht in ein Auktionshaus. Weil was man da lernt und was man teilweise auch an Kunst, ich würde es fast sagen, schon aufgedrängt bekommt. Das ist so hilfreich und das ist so inspirierend und so wunderbar. Ich kann ein anderes Beispiel nehmen, zum Beispiel Karl Hofer. Karl Hofer, auch ganz großer expressionistischer, neusachlich expressionistischer Künstler der 20er Jahre, auch für mich heute einer der Größten. Und das war auch ein Künstler, von dem ich als junger Student überhaupt gar keine Ahnung hatte. Dann komme ich in so ein Auktionshaus und auch da gibt es dann ein sensationelles Bild, so Mädchen am Fenster, müsste man jetzt auch eigentlich hochzeigen. Und damals hat mein damaliger Chef Bernd Schulz, von dem ich so wahnsinnig viel gelernt habe, hat mich dann einmal zu sich gerufen und hatte dieses Bild auf einer Staffelei stehen. Und der wollte mich, glaube ich, testen. Ich war gerade ein paar Tage da. Mhm. Und dann sagt er zu mir, sagen Sie mal, was halten Sie denn davon? Und ich hatte vom Künstler keine Ahnung, ich wusste nicht, was da abgebildet war. Das war überhaupt alles gar nicht mein Thema, obwohl ich in klassischer Moderne in Anführungsstrichen studiert war. Und dann habe ich zu ihm gesagt, naja, das ist ganz nett. So. Oder ganz hübsch, habe ich gesagt. Und dann nahm er meine Hand und die zitterte, seine Hand zitterte. Und dann sagte er, das ist nicht hübsch, das ist Weltkunst. Mit bebender Stimme, Weltkunst. Was will ich aber damit sagen? Ich musste mich, wenn man in so einem Auktionshaus arbeitet, muss man sich mit bestimmten Künstlern beschäftigen. Das habe ich dann auch gemacht. Und siehe da, je näher ich diesem Künstler kam, je mehr ich über ihn wusste, je mehr ich über ihn wissen musste, weil ich musste noch andere Arbeiten dann einschätzen und so weiter, musste mir dann so Vergleiche suchen und so, umso mehr habe ich diesen Künstler schätzen und letztendlich auch lieben gelernt. Das ging mir bei Bagheera ganz genauso. Und das ist aber immer wieder schön. Und das zeigt mir bis heute der allererste Blick auf ein Bild. Der kann verführerisch sein, aber der kann auch im nicht so positiven Sinne verführerisch sein. So die Liebe auf den ersten Blick kann auch ein One-Night-Stand sein.
Aber die echte, wahre, große Liebe, die erkennt man vielleicht erst beim zweiten, dritten, vierten Hinschauen und so weiter. Das gibt, weil man immer wieder hinschauen muss. Ja, vielleicht. Ja, oder will. Oder irgendwas. Es gibt das ja auch manchmal. Es gibt manchmal Bilder, die auch stören. Also ich, auch da gibt es zum Beispiel, ich weiß nicht, als ich das erste Mal mich intensiv mit Gerhard Richter auseinandergesetzt habe, das war auf der Documenta, das muss gewesen sein, jetzt frag mich nicht nach welcher Nummer, war das 9, Documenta 9 oder 10? Nee, 9 muss das gewesen sein. In den 90er Jahren. Mit den Blumenbildern im Container. Genau, yes, ja. Ganz genau. Und dann hat er seine Blumenbilder auf eine Nussbaum vertäfelte Wand, und er, das war seine Hängung, es war sein Entwurf oder sein Plan. Und dann hat er so Blumenbilder und so hübsche, nette Malereien. Ja, und dem gegenüber, 90-Grad-Winkel, dann seine abstrakten Malereien. Also die großen, richtig großen, schrägen, abstrakten Sachen. Und ich bin da reingekommen in diesen Raum und habe mich sowas von aufgeregt darüber, über diesen Kitsch und wie unmöglich das ist und schrecklich. Und ich war natürlich mit einer Studentengruppe da und dann sagt eine Kommilitonin zu mir, sag mal, warum regst du dich denn überhaupt so auf? Kannst doch hier rausgehen, mach doch auf dem Absatz kehrt, hau ab und vergiss diesen Raum wieder. Und das war aber nicht so. Ich war da drin und bin den ganzen Raum abgeschritten und hab mich darüber ausgelassen, wie entsetzlich, wie furchtbar ich das finde. Und dann habe ich mir gedacht, ja tatsächlich, warum bleibe ich denn hier? Warum gucke ich mir das überhaupt an? Warum beschäftigt mich das so? Und dann macht es irgendwann nach einer gewissen Zeit, macht es dann Klick, noch nicht bei diesem Besuch, aber dann später. Und Gerhard Richter ist heute, ich glaube nicht nur für mich, das ist glaube ich kein Geheimtipp mehr, ist also nur der für mich auch einer der größten Künstler überhaupt. Ja. Das ist witzig, ging mir genauso, kann ich mich noch gut dran erinnern. Ich erinnere mich an diesen Container da in den Karlsgarten, Karlsauen, und man ging dann so 3-4 Stufen hoch. Und das Erste, was man eben zu sehen bekam, waren diese Blumenbilder. Und mich hat das auch total enttäuscht. Und ich dachte, was soll das? Da habe ich mich überhaupt nicht ernst genommen gefühlt. Und habe das vor allen Dingen auch mit Richtern nicht wirklich zusammenbringen können. Genau. Genau. Und das war nicht modern, sondern... Auktionshaus, das, was du da so angedeutet hast, diese Nahbarkeit von so Kunstwerken, die man sonst aus dem Museum kennt. Das war für mich mal auf der TFAF. Ich weiß nicht mehr, das war das erste Mal auf der TFAF, wo ich plötzlich Bilder vor mir sah, wo ich dachte, die sieht man ja sonst eigentlich in einem Museum. Beim Museum hast du ja schon im Kopf dieses Mindestabstand. Also wann geht die Sicherheitsanlage los? Und bei der TFAF, also bei einer Kunstmesse, deshalb liebe ich wahrscheinlich Kunstmessen, auch so kannst du ja ganz nah ran, du sollst ja nah rangehen, damit du prüfen kannst, deine Expertise austesten kannst. Und das finde ich ist natürlich, da hast du natürlich völlig recht, im Auktionshandel ist es ja genauso, in Galerien ist es natürlich auch so. Das Tolle, dass man der Kunst so nahe kommen kann, und gerade auch, wenn man sich für die klassischere Kunstrichtung interessiert oder historischere Kunst, ist natürlich so ein Auktionshaus toll. Und ich finde das immer noch toll. Wie gesagt, TFAF ist immer noch ein Ereignis für mich, weil man eben so nah rangehen kann und sich auch selber nochmal überprüfen kann. Also wie ordnet man das ein in das Werk mancher Künstler, was man kennt? Ist das natürlich gibt es da Sachen, wo man sagt, ist das überarbeitet oder nicht? Also das finde ich immer wieder ganz spannend, dass man da auch sich selber so getestet wird für sich. Und das auch Barguer war ja zweimal auf der Documenta übrigens. Ja, also das ist ja auch nicht ohne. Und er hat das habe ich tatsächlich heute erst gelernt, das habe ich immer überlesen, hat 1939 eine Einzelausstellung beim Comita gehabt, die wir hier auch zu Gast haben mit einem Künstler, und die auch auf der Paper Position sein wird. Ja, kannst du mal sehen. Die berühmte Galerie Comita ist, glaube ich, die älteste Galerie in Deutschland, nicht? Ja. Feiert, jetzt müsste ich fragen, 150 oder 250? Ich glaube, 250 Jahre schon oder so. Das wird uns aber geben. Das wird uns Carola Persil bestimmt. Und Carola sieht so jung aus dabei noch. Ja. Hallo, sie ist, glaube ich, hier dabei. Vielleicht kann sie uns kurz mal schreiben, welchen Geburtstag sie nächstes oder übernächstes Jahr feiert. Ob das der 200. oder 250. ist. Wir werden es rausfinden. 200 schreibt sie gerade. Ah ja, guck mal. Ja, super. Das ist doch toll. Aber das Spannende ist ja, wenn man sich auch mal so Hamburg anschaut, als Kunsthandels oder als Ort, wo Kunst stattgefunden hat und nach wie vor stattfindet. Galerie Cometa war natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Dann, wenn ich so dran denke, was in der Hamburger Kunsthalle für großartige Ausstellungen stattgefunden haben und so weiter. Also das ist schon wieder toll. Es ist ein bisschen schade, ich schwenke immer noch die Fahne für den Hamburger Kunsthandel. Carola Persil mit der Galerie Cometa ist auch immer ganz, ganz vorne dabei, dementsprechend auch immer auf den wichtigen Messen auch vertreten. Ich finde, wir haben auch so eine Aufgabe,
so ein bisschen den Hamburger Kunsthandel. Und ich meine jetzt nicht nur die ganz jungen, frischen, zeitgenössischen Galerien, sondern Hamburg hat, glaube ich, auch noch mehr als das zu bieten. Das darf man immer nicht außer Acht lassen. Aber wenn man so von Galerien, Hauptstadt spricht oder so, dann spricht man natürlich von Berlin oder so. Aber Hamburg ist auch und hat sich sehr gemausert. Es gibt ganz, ganz, ganz tolle Galerien mittlerweile in Hamburg. Und ich glaube, die wesentlichen Hamburger Galerien, die aktiven Hamburger Galerien, die sind ja auch irgendwie auf der Positions und Paper Positions dabei, nicht? Ja, aber wie schätzt du das ein? Ist der Kunsthandel eher Hamburg oder ist es eher der Galerienstandort? Weil ich glaube, habe immer das Gefühl, dass dieses Wertschätzen von Wertigkeit, von Kontinuität, also von der künstlerischen Karriere, dass das in Hamburg viel, viel stärker eine Rolle spielt, auch bei der Bewertung von Kunst als in Berlin. Also so vom Gefühl her würde ich immer sagen, um was Zeitgenössisches gehe ich klar nach Berlin. Aber wenn ich nochmal so was Besonderes, wo schon eine Geschichte dahinter ist, was vielleicht auch Patina hat und auch eine Ausstellungshistorie und der Künstler und Künstlerin schon ziemlich erfolgreich sind, dass man dann eher nach Hamburg geht, oder wie schätzt du das ein? Ja, leider nicht. Also da steht schon, was du beschreibst, das steht für die Hamburger. Die Hamburger agieren so. Die wollen auch gesicherte Werte, die lassen sich vielleicht, also jetzt spreche ich mal von der eher gesettelten Generation, die Jungen sind ja sowieso ganz anders. Diese ganzen Millennials, die sind, glaube ich, auch etwas, wie soll man sagen, etwas experimentierfreudiger. Da darf dann die Kunst auch durchaus volatil sein. Da geht es gar nicht darum, sich in irgendeiner Form mit Kunst als Anlage zu beschäftigen, sondern da versucht man dann einfach das zu kaufen, was gerade interessant ist, was vielleicht manchmal auch was hip ist und so weiter. Aber nochmal zurück so zur klassischen Sammlergeneration in Hamburg, die sind, glaube ich, eher, da muss man immer zum Beispiel Preise erklären. Das muss ich in Süddeutschland nie. Also an meine süddeutschen Kunden verkaufe ich mehr oder weniger ad hoc. Und wenn ich in München auf den Highlights bin, auf der Messe, dann verkaufe ich das so von der Wand. Und natürlich fragen die immer, ja, kann man vielleicht was machen oder sowas. Aber letztendlich muss ich den Preis als solchen nicht erklären. In Hamburg ist es immer umgekehrt. Da fange ich immer erstmal an, den Künstler und die Preissituation um den Künstler erklären zu müssen. Das wird immer abgefragt. Und das ist ganz interessant. Also da sieht man, da sind so eher die Konservativen, die klassischen Werte zu Hause und gefragt. Aber das Traurige ist, dass der Hamburger Kunsthandel im Grunde genommen vielleicht noch auf 5 oder 6 oder 7 Stützen ruht. Und obwohl es in Hamburg tolle Sammler gibt, einen tollen Markt an sich gibt, aber die Hamburger kaufen gerne woanders. Zum Beispiel, es gibt, neulich ist schon ein bisschen länger her, auf der letzten TFA auf Maastricht, naja gut, ist ein gutes Jahr her, da traf ich so viele Hamburger Sammler, dass ich dann aus Spaß gesagt habe, da hätte man doch einen super, Entschuldigung, jetzt hat jemand mir was geschickt hier und dann hat mein Telefon vibriert und hat sich verstellt, sorry. Da hätte man doch einen Learjet chartern können und dann hätten wir alle in einem Mal fliegen können. Also die Hamburger wollen Kunst, die sehen Kunst, die gehen auch auf die großen Veranstaltungen, aber in Hamburg zu kaufen, das trauen sie sich manchmal nicht. Das ist ganz merkwürdig. Ich habe einen sehr, sehr guten Hamburger Kunden, aber der hat noch nie, der hat sein Büro, ich sag mal, 500 Meter von meinem entfernt. Der ist noch nie zu mir gekommen, aber der kauft, wenn ich auf der Art Karlsruhe ausstelle, wenn ich auf der Art Cologne ausstelle, der kauft immer und überall. Und wenn ich ihm dann noch sage, dass ich ihm das gerne bringen würde, oder so, dann sagt er, nein, um Gottes Willen, das machen wir, wenn es dunkel ist und so, und dann schicke ich meinen Fahrer und so weiter und so weiter. Das ist immer alles so ganz, ganz obskur. Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist eben so. Aber wenn man das weiß, dann weiß man, die Leute so zu nehmen. Und ich glaube, ich bin da auch in guter Gesellschaft. Und solange die Hamburger dann noch woanders kommen und kaufen, dann ist ja auch alles in Ordnung. Beschwere ich mich nicht. Das ist aber nicht nur mit Hamburg so. Also dieses auf Messen zu kaufen, das ist ja auch ein besonderer Moment. Ja. Der ist dann natürlich eigentlich fast unhanseatisch, weil man dann ja gesehen wird, dass man eben was kauft. Die Hanseaten, das ist jedenfalls so meine Erfahrung mit Hanseaten, sind da ja tatsächlich, wie du sagst, lieber im Dunkeln liefern. Aber, also ich habe mal eine ganz interessante Diskussion geführt, da ging es aber eher darum, dass man es fast erstaunlich fand, dass es zeitgenössische Galerien in Hamburg, das ist aber auch schon jetzt ein Moment her, dass die überhaupt überleben können, weil, also das war so meine Erkenntnis, ich kenne ja auch ein paar Leute in Hamburg, dass die, wie du schon gesagt hast, auf sichere Werte setzen,
Und das muss was sein, was man, wenn man das an der Wand sieht, was man sofort einordnen kann und weiß, dass das was das ist, was von Wert. Und wir hatten dann immer überlegt und diskutiert, warum ist das so? Und hatten so die Idee, vielleicht hat es damit zu tun, wie die Menschen, die sich das dann leisten können, wie sie zu Geld kommen. Und Hanseaten sind klassische Händler. Also man Hamburg als Hansestadt, als Hafenstadt, da wurden Waren umgesetzt. Während je weiter du in den Süden gehst, haben die Leute ihr Geld hauptsächlich mit Handwerk gemacht. Und dass es damit vielleicht auch was zu tun hat, weil wir haben ja auch so eine klassische Sammlerschicht in Deutschland von Anwälten, von Ärzten vor allen Dingen viel und ganz viele Leute, die durch ursprünglich mal Handwerker waren und durch Handwerk Geld gemacht haben und so dieses ja, diese Nähe zum Material da vielleicht eine Rolle spielt. Glaube ich nicht nur. Also das haben ja andere, die Süddeutschen, wenn man mal so aufs Land geht beispielsweise, sind ja auch alles, das will ich nicht übertreiben, aber vom Ursprung her auch Landwirte, das sind Leute, die auch viel mit Rohstoffen in Anführungsstrichen vielleicht zu tun hatten und so weiter. Ich schiebe das Ganze ja immer auf den sehr rationalen Protestantismus, der bei uns in Norddeutschland generell zelebriert wurde und wird. Weil wenn man so in die Kirchen geht, wenn man überhaupt in die öffentlichen Gebäude geht, also Hamburg ist da ja ein Beispiel, das Hamburger Rathaus zum Beispiel, das ist ja sehr, sehr, das ist ja sehr bürgerlich angelegt, ganz bewusst. Das sollte keinen repräsentativen Charakter haben, sondern es sollte eben ganz betont bürgerlich, großbürgerlich natürlich, aber bürgerlich sein. Und wie gesagt, die ganzen protestantischen Kirchen, da ist ja nicht viel. Ich kann das jetzt als Katholik in der Diaspora, kann ich das so sagen. Wohingegen in Süddeutschland, ich meine, allein wenn man nur durch München, durch die Stadt läuft, dann läuft man ja an wie vielen Skulpturen alleine vorbei. Oder man schaut mal rechts in die Theatinerkirche und sieht diesen wunderbaren Altar oder irgendwelche Freskenmalereien. Die Architektur ist ja auch viel sinnlicher im Süden als im Norden. Wobei ich da mal sagen muss, ich stehe dann eher so zur nordischen Architektur, dieses klare, moderne, das ist dann doch eher meins, so ein bisschen. Aber ich glaube, das sind alles auch so Faktoren, die damit reinkommen. Und dementsprechend, wenn man schon am Weihwasserbecken groß geworden ist, mit den schönen Putten und mit aufwendiger, üppiger Dekoration, hat man, glaube ich, ein anderes Verhältnis auch zu diesen Dingen und zur Kunst, als auch zum Besitzen von Kunst, als wenn man das hier in Norddeutschland, wenn man sich da immer durch den steifen Wind immer die Mütze irgendwie über die Nase ziehen muss und so. Da ist man, glaube ich, insgesamt so ein bisschen, vielleicht in der Hinsicht ein bisschen gehemmter. Ich kann mich da selber nicht ausnehmen. Ich bin da selber auch vielleicht so ein bisschen so. Also von daher spreche ich jetzt gar nicht böse über die Norddeutschen. Im Gegenteil, ich beschreibe mich vielleicht selber damit ein bisschen. Ich würde ja auch, wir haben ja auch Erfahrungen in München, also jetzt, und da muss ich auch sagen, diese eigene Sicherheit zu haben, dass das, was man sieht, dass man selber die Wertschätzung dem gibt und dass man das drumherum nicht braucht, kenne ich eigentlich so eher aus dem Rheinland und aus Berlin, komischerweise. Also weil ich habe das auch schon ein paar Mal gemerkt, auch in Frankfurt hat man das manchmal, dass das nicht funktioniert. Wenn ich doch so an meine Anfänge selber denke, wo wir auch in Frankfurt so alternative Ausstellungsprojekte hatten, wo eben doch relativ teure Kunst an so schrundigen Wänden gehangen hat. Und ich habe gemerkt, dass die Leute durch dieses Ambiente, durch dieses schrundige, irgendwo Hanauer Landstraße, konnten die überhaupt nicht verstehen, warum das so teuer sein sollte, weil die Wände sahen nicht so aus, wie teuer das Kunstwerk ist. Und in Berlin ist man das ja quasi gewohnt gewesen, dass der Raum spielt keine Rolle, sondern Hauptsache du erkennst, dass das jetzt gerade ein Künstler ist, auf den man guckt oder eine Arbeit, die ganz, ganz toll ist und die Umgebung hat nichts mit dem Raum zu tun. Und ich glaube, dass das noch auch ein Thema ist, was damit zu tun hat, was ihr gerade beide besprochen habt und so. Ja. Tone, noch mal eine andere Frage. Was machen wir denn mit der nachwachsenden Generation? Wie siehst du das? Weil wir haben ja auch versucht, über unseren, schon ganz programmatisch, als wir begonnen haben, 2014 den Titel zu nehmen, Positions zu sagen. Und das heißt ja auch, es geht nicht um das Alter. Wir wollen ja gar nicht irgendwelche Altersgruppen von Kunstwerken oder Künstlerinnen und Künstlern und damit auch letztlich Kunden schaffen. Beobachtest du das auch? Weil das höre ich gelegentlich, dass gerade so das frühe 20. Jahrhundert, das späte 19. Jahrhundert, dass das gerade jetzt so bei Menschen, die vielleicht so in den Ende der 80er, Anfang der 90er geboren sind, dass die da so eine Neugier plötzlich entwickeln auf diese Bildsprache, auf diese Formensprache. Teilst du das oder hast du da eher Sorge, dass jemand wie Klee oder wie Macke oder deine Heroen, auch Feininger, wie schafft man das, dass die auch in 50 Jahren noch so eine Attraktivität haben, weil die Leute die Arbeiten kennen, sie sehen, sie wissen, wo die schönen Arbeiten sind oder sich eben auch dafür entscheiden, mit solchen Arbeiten zu leben?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Ich habe ja früher immer gedacht, es ist alles ganz einfach. Junge Leute wollen junge Kunst und alte Leute wollen alte Kunst. So. Wenn ich mich jetzt in meinem Kundenkreis umschaue, und ich versuche jetzt mal so aus meiner, also ich versuche gar nicht jetzt zu philosophieren, sondern ich gucke einfach mal so ein bisschen, was ist bei mir los und was ist in meinem Angebot und was ist mit meinen Kunden los. Und da bin ich dann noch mal wieder erstaunt, wie viele junge Leute sich mit alter Kunst beschäftigen. Mit alter Kunst, das muss ich vorsichtig sein. Also Eduard Bagehr beispielsweise, was ihr da gerade gesehen habt, Bild von 1968, das ist ja für mich schon total zeitgenössisch. Also da bin ich ja eigentlich vom Radius schon wieder völlig über mein Ziel hinausgeschossen. Denn eigentlich liegt ja der Schwerpunkt meiner kunsthändlerischen Tätigkeit, der liegt ja in den 10er, 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Eben August Macke, Paul Klee, du hast sie gerade genannt. Die ganzen Brücke-Künstler, Kirchner, Schmidt-Rottluff, Pechstein und so weiter. Das sind ja nun heute, wenn man so will, fast schon alte Meister. Aber das sind alles Künstler, die wir aus den Museen kennen, mit denen wir irgendwie, wenn wir uns in der Schule mit Kunstgeschichte beschäftigt haben, mehr oder weniger aufgewachsen sind. Das sind alles Künstler, die diesen modernen, die für etwas Modernes stehen, für den modernen Aufbruch, für einen Umbruch und so weiter, einen gesellschaftlichen Umbruch auch Anfang des 20. Jahrhunderts. Und das fanden wir natürlich als Jugendliche, fanden wir das alle total aufregend und ganz, ganz toll. Da haben wir uns vielleicht auch, weil es noch nicht so kunsthistorisch aufbereitet war, haben wir uns natürlich nicht mit zeitgenössischer Kunst beschäftigt, sondern damit. Das heißt, also die Leute, die heute bei mir Kunst kaufen, die kaufen das in der Regel immer aus einer Begeisterung, die schon in ihrer Jugend geschürt wurde. Eben durch, wie gesagt, diese Beschäftigung mit in der Schule oder wenn man sonst irgendwo in Ausstellungen unterwegs war oder im Museum unterwegs war, hat man sich eben damit beschäftigen können. So, nun kommen wir aber zum Problem. Und ich glaube, da liegt dann auch der Schlüssel für diese Annahme, dass junge Leute nur Kunst kaufen. Die junge Kunst ist in der Regel natürlich auch erschwinglicher. Da hat man vielleicht eher auch noch einen Draht dazu, weil es gibt einen Künstler, den man kennt. Ich versuche jetzt mal wirklich so vom Ideal auszugehen. Man geht auf irgendeine Vernissage, da steht der Künstler dann rum, den findet man auch irgendwie gut. Und so kommt es dann zustande. Und dann gibt es da vielleicht auch kleine Papierarbeiten, wo man vielleicht für ein paar hundert Euro einsteigen kann. So, das ist für junge Leute interessant. Und werden diese jungen Leute aber auch mal ein bisschen älter vielleicht, haben irgendwann auch mal Geld und versuchen jetzt, weil sie vielleicht auch schon sehr viel haben, sich zu überlegen, so jetzt konzentriere ich das mal ein bisschen. Und was ist denn etwas, was mich nachhaltig, wirklich nachhaltig beeindruckt hat und was nachhaltig immer noch wirkt bei mir? Und da kommen sie dann häufig auf Kindheitserfahrungen, auf Erfahrungen, die sie irgendwo in den Jahrzehnten zuvor gesammelt haben. Und da landen sie dann wieder bei der klassischen Moderne und sagen, Mensch, das fand ich damals schon gut und heute finde ich es auch wieder gut. Und was ich immer wieder spannend finde, auch für mich selber, wenn ich in so, früher habe ich mich ja nie getraut, mal auf zeitgenössischen Messen auszustellen. Heute mache ich das ja wahnsinnig gerne. Die Art Karlsruhe zum Beispiel, auf der Positions war ich ja nun letztes Jahr. Das fand ich nun auch ganz spannend. Und dann sehe ich plötzlich, dass ich mit meinen Oldies mindestens genauso modern bin, also ich spreche jetzt von den Bildern, dass die Bilder und die Künstler, obwohl schon 100 Jahre alt, mindestens genauso modern sind wie andere Bilder, andere Künstler, die so um mich herum hingen, die vielleicht gerade 3, 2, 4 Jahre alt sind. Und das, glaube ich, das sieht man ganz, ganz häufig. Und dann geht es natürlich immer noch ein bisschen darum, man will auch nachhaltige Werte erwerben. Und es ist eben der junge Kunstmarkt, also der Gegenwartskunst ist eben sehr volatil. Da weiß ich nicht, wenn ich heute etwas kaufe, was ich ganz, ganz toll finde, ganz klasse finde und gebe da 20.000 Euro für aus, ist ja heute auch gar kein Problem, weiß ich nicht, ob das in irgendeinem Zusammenhang vielleicht später noch wieder zu erzielen ist oder ob es einen Gegenwert gibt. Und wenn ich noch nicht so ganz sicher bin in meinem Kunstgeschmack, dann denke ich mir, naja, vielleicht gefällt es mir in 2, 3 Jahren nicht mehr, dann möchte ich es verkaufen, dann habe ich ein Problem. Mhm. Das ist eben bei der klassischen Moderne, klar, da gibt es natürlich auch, der Händler will auch ein bisschen was verdienen, wir zahlen eine sehr hohe Mehrwertsteuer, leider bedauerlicherweise in Deutschland, also das muss auch alles erst wieder, aber trotzdem, es gibt immer irgendwie so einen historischen Wert, den ich nicht nur bestimmen kann, sondern der im Grunde genommen schon vorgegeben ist. Und das ist wirklich ganz, ganz, ganz interessant.
Aber gelingt dir das in, ganz kurz, gelingt dir das in dem Zusammenhang auf die, das Revolutionäre oder das bis vorher nicht Dagewesene? Also wenn ich jetzt an Macke denke, wenn ich jetzt an Marc denke, wenn ich an die Brücke-Künstler denke, gelingt dir das eigentlich, das noch zu vermitteln? Weil da du ja das, da man das ja davor nicht sieht auf einer Messe, wenn wir jetzt zusammen Messe machen irgendwie, dann könnte man den Eindruck ja gewinnen, das ist ja eine Bildsprache, die ist vergleichbar mit also der Berliner Figürlichkeit oder und anderen Dingen oder eben so einer süddeutschen Abstraktion und so. Aber gelingt dir das auch zu sagen, aber das waren die Ersten übrigens, also dass die heute alle hier so die Kunst machen, wie sie die machen, hat damit zu tun, dass mal ein Feininger angefangen hat oder ein Kirchner angefangen hat oder ein Marc angefangen hat, Dinge zu verändern, also eine ganz andere Ausdrucksform künstlerisch zu finden. Also das Gute, ich habe das große Glück, wie gesagt, dass fast alle Künstler, mit denen ich mich beschäftige, die muss ich nicht so sagen wir mal, von Anfang an erklären, sondern die kennt man dann schon. Man hat so eine. Ich meine, so ein junges Publikum, die das vielleicht, was du jetzt vielleicht letztes Jahr in Tempelhof erlebt hast, zu sagen, das sieht ja auch spannend aus. Was ist denn das? Was haben Sie denn hier? Also jetzt mal so eine Frage vorausgesetzt. Jemand, der sagt, ja, finde ich gut, gefällt mir, was ist denn das? Ja, das gibt es auch, natürlich. Und ich versuche, witzigerweise, aber das ist so mein Ansatz, ich versuche gar nicht kunsthistorisch zu argumentieren. Natürlich, wenn jemand vor einem, ich sage mal, vor einem August Marke steht und ich merke, der weiß vielleicht nicht, hat nicht ganz so die Lebensdaten parat oder hat die Zusammenhänge nicht so ganz parat. Man wird ja angezogen durch das Werk an sich. Man wird ja nicht angezogen durch das Label, was da unten drunter steht. Wo steht August, Marke, Paul, Klee oder so. Natürlich irgendwie guckt man da hin und sagt sich, Mensch, ach, das ist Klee, das ist Marke, toll. Nein, aber in der Regel, wenn man gerade auf so einer Messe, da gibt es ja nun so eine Fülle von Kunst und man läuft dann durch, man schweift so die Gänge entlang und dann plötzlich bleibt man irgendwo hängen. Sondern geht man auf dieses Bild zu und das ist jetzt im Idealfall vielleicht meins. Ich sage jetzt mal beispielsweise August Macke. So, und dann merke ich ja, wenn das ein jüngerer Typ ist oder jemand, der vielleicht mit dem Künstler noch nicht so verbunden ist, dann mache ich schon, versuche ich schon ganz kurz in zwei, drei Sätzen zu sagen, August Macke, ganz wichtiger, junger, rheinischer Expressionist und so weiter, hat mit Klee, mit Kandinsky zusammengearbeitet, hat die berühmte Tunisreise gemacht, Punkt. So, dann war es das aber im Grunde genommen schon. Und dann versuche ich, aber mal etwas über das Bild zu erzählen. Und das ist ja gerade das Spannende, weil die Künstler waren ja nicht durch ihre reine Biografie interessant, sondern sie waren ja durch das interessant, was sie geschaffen haben. Und wenn man dann diese Besonderheiten auch einer ganz einfachen Bleistiftzeichnung beispielsweise von August Macke, wenn man die herausfiltern kann, wenn man das versuchen kann zu vermitteln, dann ist das, das hat man eigentlich schon gewonnen. Und bei mir fängt das schon an, ich bin ja ein Materialfetischist. Ich finde ja Material spannend. Warum benutzt ein Künstler, in meinem Fall jetzt meistens ja Papier, warum benutzt ein Künstler eine bestimmte Art von Papier? Warum benutzt er einen bestimmten Bleistift? Warum nicht einen spitzen, scharfen Bleistift, sondern so einen ganz weichen? Also da gibt es so viele Aspekte an einem Werk, die so im Medium begründet liegen und die so spannend sind, die so toll sind. Und das versuche ich immer wieder klarzumachen. Und dann, wenn ich so merke, dass die Leute da begeistert sind, dann versuche ich auch immer nochmal klarzumachen, was ist denn jetzt eigentlich das besondere Verdienst dieses Künstlers oder was ist das Besondere an dieser Umsetzung? Und dann da sage ich immer, jetzt stellen Sie sich mal ein Foto vor. Jetzt ist der tatsächlich hier so durch Tunis gereist, der August Macke. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wie die Szene tatsächlich wahrscheinlich ausgesehen hat. Stellen Sie sich ein Foto vor. Und dann gucken Sie auf dieses Bild, was er daraus gemacht hat. Und dann merkt man eben, was das Besondere ist. Nämlich, das ist, man kann ja an so einer Bleistift-Tunis-Zeichnung von August Macke, da riecht man die südliche Luft geradezu. Man kann, obwohl es Bleistift ist beispielsweise, kann man das Licht sehen. Man hat das gleißende Sonnenlicht. Ich würde mal sagen, ey, Moment mal, du kannst doch mit Bleistift, kannst du doch kein Sonnenlicht. Doch, er kann das. Er schafft es durch Auslassungen auf dem Papier tatsächlich irrsinnig eine irrsinnige Lichtstimmung wiederzugeben. Dann sind das bewegte Striche. Das sind nicht statische Figuren, die eingefroren wirken, wie auf einer Fotografie, sondern man sieht einfach diese Figuren, die huschen an mir vorbei, jetzt in diesem Moment, wo ich hier auf dem Messestand gerade mir dieses Bild anschaue beispielsweise und so weiter. Und das macht mir Spaß, sowas dann zu vermitteln. Und darüber kriegt man dann auch die nächste Generation. Also es geht eben nicht nur um den erhobenen Zeigefinger, um zu sagen, es ist ein ganz bedeutender Künstler. Und da machen sie auch Wertanlage, können sie gar nichts falsch machen. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass diese Künstler eine irrsinnige
eine irrsinnige, moderne Art hatten, Dinge umzusetzen und in einer Freiheit, die heute teilweise gar nicht mehr zu übertreffen ist. Durch Zeit. Aber ist denn diese nächste Generation, diese jüngere Generation an Kundschaft, kauft die denn aus deiner Erfahrung nur klassische Moderne oder haben sie vielleicht mit zeitgenössischer Kunst angefangen zu kaufen und dann die Kennerschaft quasi führt dazu, dass sie eben auch die Vorbilder sich die gerne haben möchten in ihrer Sammlung Wie ist da so deine Erfahrung? Nee, also Gott sei Dank, also ich glaube sowieso, das ist, ich frage mich gerade, gibt es so diesen klassischen Sammlertypus noch wie vor 30, 40 Jahren? Oder wir wollen mal so in die 60er, 70er Jahre gehen. Da gab es ja Sammler, die waren auf ein Sammelgebiet ausgerichtet. Die haben dann nur Fayencen, nur Karlsruher Majolika, nur höchster Porzellan oder irgendwas gesammelt. Oder nur italienische Landschaftsdarstellungen und so weiter. Das gibt es heute, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, wir sind alle sehr viel, es gibt dieses böse, blöde Wort des Eklektizismus, aber ich glaube, wir sammeln das, was uns gefällt. Und das ist ja gerade das Spannende, dass man auch sieht, ein klassisch-modernes Bild kann es mit einem zeitgenössischen Künstler aufnehmen. Also ich habe zum Beispiel viele Kunden, die hängen neben einem Baselitz einen großen Ernst Ludwig Kirchner. So, und dann steht man vor diesen beiden Bildern. Baselitz, ich sage mal 90er Jahre, Ernst Ludwig Kirchner 10er, 20er Jahre. Und da fragt man sich dann, welcher Künstler ist jetzt moderner? Welcher ist jetzt wirklich interessanter? Ist ganz spannend eigentlich, das so zu sehen. Und mir geht es ja selber auch so. Ich bin ja witzigerweise hier bei mir zu Hause auch komplett zeitgenössisch ausgerichtet. Ich muss überlegen, ich gucke gerade mal. Ich habe irgendwie vielleicht ein, zwei Klassiker und ansonsten, das ist Marcel van Eeden da hinten. Die beiden arbeiten so zwei schwarze Tuschearbeiten. So ein bisschen die holländischen, also die alten Niederländer aufnehmen. Und mir macht das wahnsinnig viel Spaß. Und mit diesem Blick, der erfrischt ja auch. Also wenn man jeden Tag immer nur dasselbe sieht und sich immer nur so im Kreis dreht um seinen eigenen kleinen Schwerpunkt, da wird es ja einmal langweilig. Und das finde ich eben wieder für mich immer wieder spannend. Ich komme nach Hause, sehe diese ganzen, auch teilweise habe ich auch abstrakte Künstler, Thomas Müller mit einem riesigen, habe ich hier einen? Ich überlege gerade, nee, hier nicht. Ich bin ja hier gerade nicht so zu Hause, bin ja hier auf dem Land. Und das finde ich immer wieder spannend, sehr, sehr erfrischend, das so zu sehen. Und dann wieder mich mit den alten Meistern zu beschäftigen. Aber ich bleibe immer wieder bei der klassischen Moderne, weil ich einfach merke, das ist so das Nachhaltigste und das Inhaltsreichste, was mir momentan so einfällt. Weil das ist ja unsere Erfahrung, speziell bei der Paper Positions, dass es im Grunde zwei Kategorien an Sammlern gibt. Es gibt eben die einen, die fangen mit Papier an, weil es einfach nicht so teuer ist und nicht so groß ist. Und da kann man auch dann gerne mal was falsch machen, weil ist dann in der Rückschau tut es dann nicht ganz so weh. Und es gibt natürlich die sehr kenntnisreichen Sammler, die sich vielleicht dann irgendwann auch daran erinnern, warum sie mal angefangen haben zu sammeln oder wie sie angefangen haben zu sammeln und dass dann diese besondere Kennerschaft, weil Papier dann einfach doch das ganz Spezielle, es ist nicht das verzerrte Gitarrensolo, sondern es ist sozusagen das Gitarrensolo ohne jeden Effekt. Du siehst natürlich jeden Fehler, wobei wir auch nicht wissen, wie viele Vorzeichnungen schon vernichtet wurden, weil es einem nicht gefallen hat. Aber ja, also dieses fragile, zarte, also es verzeiht dir keinen Fehler. Ja? Also, Aber wenn es auch darum geht, so junge Leute zur alten Kunst zu bringen, muss man auch mal wieder sagen, meistens war es ja, oder bislang war es so, dass alte Kunst auch von alten Leuten verkauft wurde. Und wenn ich mich so an meine ersten Messebesuche erinnere, ob das nun in Maastricht war oder ob das in auf der Art Cologne war oder wo auch immer, da ist man dann als junger Typ auch ganz schön abgemobbt worden. Das muss man leider so sagen. Gibt es heute immer noch. Es gibt so viele Kolleginnen und Kollegen, ich will niemanden diskriminieren, aber ich bin ja ganz offen auch und ich sage manchmal auch zu denen, sag mal, kannst du nicht mal ein bisschen freundlicher sein oder sag mal, wie du den gerade hier behandelt hast. Und da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, weil zum einen glaube ich, wir sind ja auch Dienstleister und nicht nur Dienstleister im Sinne von Verkäufer, sondern wenn wir auf eine Messe gehen,
dann hat jeder Zutritt und wir sind dann ja auch sowas wie ein Museum auf Zeit. Und das ist die Aufgabe einer Messe, das ist ja auch ganz spannend. Und manchmal hat man die spannendsten Gespräche mit den Leuten, die nie was kaufen würden. Gibt es auch manchmal so. Gehört alles mit dazu, aber auch das ist ganz wichtig. Wir müssen natürlich auch uns unsere Sammler, die nächste Generation, auch aktiv aufbauen. Da kann man nicht sagen, wieso interessieren die sich nicht dafür? Ich habe ja auch eine Aufgabe und ich kann sie ja auch dafür interessieren. Und wenn ich irgendwo sehe, da ist ein Fünkchen, was ich vielleicht zum Brennen bringen kann, dann macht mir das natürlich auch total Spaß. Und ich kann immer wieder, also es gibt immer wieder mal so Leute. Ich habe einen meiner besten Kunden zum Beispiel, der hat auch nur zeitgenössische Kunst gesammelt und er hat sein erstes altes Bild bei mir gekauft, vor 20 Jahren mittlerweile, knapp 20 Jahren. Und ist heute einer meiner allerbesten Kunden und hat eine der tollsten, der großartigsten klassisch-modernen Sammlungen in Deutschland, würde ich so sagen, die er seit 20 Jahren aufgebaut hat, im Wesentlichen mit meiner Hilfe. Das macht mir natürlich wahnsinnig viel Spaß. Oder anderes schönes Thema, was ich immer wieder mache, wenn ich merke, da hat jemand Begeisterung für irgendwas. Und das muss gar nicht das teuerste Bild sein, sondern kann auch ein günstiges sein. Und dann sagt er, was kostet das denn? Dann sage ich, naja, kostet 2.800 Euro oder so. Und man denkt, naja, 2.800 Euro ist jetzt eigentlich im Bereich der Kunst nicht viel, ist aber trotzdem viel Geld. Mhm. So, und dann merke ich, ist viel Geld und so und bin gerade mit der Ausbildung fertig und so. Was ich dann gerne mache, ist, dann sage ich, okay, dann machen wir doch, wenn Sie sich wirklich dafür interessieren, machen Sie eine kleine Anzahlung, dann machen wir Ratenzahlung. So. Und da bin ich mittlerweile ganz entspannt, weil ich merke einfach, mir macht es Spaß, es macht dem Kunden Spaß. Und da kann man dann vielleicht das ein oder andere kleine Saatkorn setzen, das muss man dann weiter gießen. Und dadurch kommt aber eine besondere Beziehung erstmal zustande und das kann man dann irgendwann ausbauen. Und es gibt manchmal Kunden, Sammler, die ich so kennengelernt habe und wo ich mich so verhalten habe und die dann irgendwann einen anständigen Job hatten, mit dem Studium fertig waren, dann wurden sie irgendwann Abteilungsleiter, jetzt sind sie Vorstand von irgendwas und wachsen mit mir mit. Und das macht mir dann auch Spaß. Ich denke, das ist jetzt gar nicht pekuniär, sondern im Gegenteil, es macht mir ja Spaß, einfach auch so zu sehen, wie man so Begeisterung schüren kann. Das ist ja überhaupt das Schönste an unserem Beruf, dass wir ja mit emotionalen Werten handeln. Wir verkaufen ja eben nicht nur reine Hardware, sondern wir verkaufen ja Ideen und wir verkaufen Inspirationen und so weiter. Und wenn man das schüren kann und indem man vielleicht einfach manchmal auch mal einen Schritt nach vorne geht und vielleicht auch mal Angebote macht und so weiter, dann ist das doch klasse, ist das doch echt toll. Und das funktioniert mittlerweile so in meinem Kundenkreis sehr, sehr gut. Und ja, so mache ich dann auch weiter. Wie hat sich denn so in den letzten 12 Monaten dein berufliches Leben verändert? Beruflich? Ach so, ja. Ich habe witzigerweise, ich habe gerade eben mit einer sehr, sehr, sehr lieben, sehr geschätzten Kollegin telefoniert. Und die hat gesagt, ich kann nicht mehr, ich will hier raus. Und dann habe ich gesagt, wie raus? Was meinst du damit? Die sitzt in der Galerie. Und gut, in der Galerie ist momentan vielleicht relativ wenig Traffic. Und sie sagt, ach, ich möchte sogar mal wieder eine Messe machen. Ich möchte einfach mal wieder raus, eine Messe machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir geht es ganz genauso mittlerweile. Ich bin ja jemand, der normalerweise viel unterwegs ist, der viel reist. Und das fehlt mir sehr. Es fehlt mir unheimlich, weil ich reise ja nicht nur, um irgendwie weg zu sein, sondern weil ich Kunden besuche, weil ich neue Dinge akquiriere, weil ich auf Messen bin, weil ich auf Auktionen bin und so weiter. Und dieser Austausch, der auf den Reisen zustande kommt, der ist momentan sehr, sehr eingeschränkt. Das fehlt mir unheimlich. Und das können so digitale Formate, können das nur sehr, sehr, sehr bedingt ausgleichen. Aber was ich auf der anderen Seite auch gelernt habe, ist, ich bin jetzt überwiegend, ich habe ja Gott sei Dank, ich habe das große Glück, hier in Nordfriesland noch so ein kleines Domizil zu haben mit Garten und so weiter, mit ganz viel frischer Seeluft, schön an der Nordsee. Und das zu sehen, dass das auch von hier funktioniert, das ist auch eine ganz interessante Erfahrung, denn das ist ganz schön, dass viele Dinge eben auch sich digitalisiert haben. Sagen wir mal, das Alltägliche. Das kann man ja ganz gut von wo auch immer machen. Meine Damen, meine Mitarbeiterinnen sitzen auch immer im Homeoffice. Wir haben immer versucht, die Galerie immer jeden Tag jemand anderes zu besetzen. Aber letztendlich, wir können alle gut von zu Hause arbeiten. Und das funktioniert aber auch nur eine gewisse Zeit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt reicht es mir auch. Und ich hoffe sehr, dass wir
ja, dass wir erstmal die Positions, die Paper Positions, sehr bald wieder an den Start kriegen. Und ja, ich hoffe auch sehr, Anfang Juli, in der ersten Juliwoche, haben wir ja die Highlights in München geplant. Und ich kann immer nur sagen, ich klopfe hier auf Holz. Paper Positions im August sehe ich hier gerade. Wir sind aber dann mit den Highlights im Juli noch ein bisschen davor. Da können wir schon die erste Energie abschöpfen. Ich bin sehr, 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 sehr optimistisch, dass wir das hinkriegen, weil ich glaube, bei diesen kleinen Messen, die nicht so international sind, das meine ich jetzt im besten Sinne des Wortes, da kriegt man so Hygienekonzepte und da kriegt man so eine Besucherregelung, auch jetzt im örtlichen Sinne, kriegt man ganz gut hin. Das ist natürlich bei diesen großen Messen, Basel, ist das natürlich die Freeze, ist ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, so in unserem regionalen Rahmen, wie gesagt, im besten Sinne des Wortes meine ich das, da sollte man das eigentlich hinbekommen. Und das ist wie ein Kaufhausbesuch, wie ein Ausstellungsbesuch, wie ein Museumsbesuch, da geht es ja auch. Also da hoffe ich sehr drauf, dass wir das bald schaffen. Also das finde ich völlig richtig, dass du das sagst. Das ist ja das Konzept Basel, war ja, man sozusagen bringt internationale Galerien an einen Ort und dann bringt man auch noch die internationalen Sammler und Sammlerinnen an einen Ort. Ja. Und das ist natürlich gerade ein Konzept, was unter Druck steht. Und wir finden dieses, was wir auch erleben, dass wir ja quasi gerade mit der Paper Position so eine Art Besuchsformat haben, dass wir quasi mit einem Teil von Galerien vor Ort besuchen und mit denen gemeinsam dann eine Woche verbringen, dass das durch die Pandemie bedingt jetzt natürlich ein Format ist, was sehr gut funktioniert. Und das finde ich jetzt überhaupt nicht ehrenrührig, dazu sagen, das ist halt ein anderes Konzept und deshalb funktioniert es. Es wird auch wieder Zeiten geben, da hoffe ich ja sehr, da schlage ich auf Holz, dass dann wieder diese großen Veranstaltungen, denn wir wissen ja alle, warum wir nach Basel, nach Maastricht immer gefahren sind, was wir da mit was für einer Fülle von Erlebnissen und Eindrücken wieder immer alle zurückkommen und neuen Kontakten. Das ist natürlich dann auch, das ist ein Format, was nur da dort richtig geboten wird oder auf der Freeze eben. Ja. Mhm. Ja, ja. Aber klar, es ist herausfordernd, wie wir das jetzt so irgendwie zusammen hinkriegen wollen. Und ich würde auch sagen, ich muss da jetzt mal raus. Wir haben das im Team hier bei uns in Berlin eher so gelöst, dass wir uns sehr mit Testen getrennt sitzen, weil wir eben gemerkt haben, dass unsere Stärke darin besteht, im Büro miteinander zu kommunizieren. Also dass wir ganz viele Prozesse, wie wir zusammenarbeiten, wie wir Ideen entwickeln, wie Ideen gestaltet werden, dass das nicht irgendwie so mit Videokonferenz und Homeoffice zu machen ist, sondern wir müssen uns irgendwie mal sehen und das um mitzukriegen, wie wichtig ist das dem anderen und wie meint er das und solche Dinge. Das finde ich, da müssen wir, glaube ich, noch alle noch Skills entwickeln, dass man über diese bloße Sehen- und Hörwelt sozusagen die Intention des anderen noch viel stärker spüren. Also ich bin da zu blöd dazu. Ich muss sagen, wenn ich jemanden sehe, habe ich viel schneller das im Griff, um zu wissen, was will er eigentlich und wo geht die Reise eigentlich hin. Wo sind Punkte, die wichtig sind und unwichtig. Und in diesen Videokonferenzen habe ich immer das Gefühl, okay, jeder hat jetzt alle haben etwas gesagt und am Ende sage ich aber, sind wir jetzt einer Meinung oder will keine das? Das finde ich immer noch so eine große Herausforderung. Deshalb kann ich das gut verstehen, dass alle sagen, ich will jetzt mal wieder raus, um Menschen zu sehen, auch zu spüren, sozusagen Kommunikation auch zu spüren. Das ist mir so, da merke ich ein großes Defizit bei mir, also dass ich da so unbedingt raus will. Aber ihr müsst das doch auch merken, ihr müsst das doch bei euch auch merken, die Aussteller, allein erstmal die Aussteller bei der Vorbereitung der Positions und Paper Positions, die müssen euch doch bestürmen oder nicht und bedrängen nach dem Motto, bitte, bitte, lasst uns wieder bei euch ausstellen, oder? Wie ist das? Merkt ihr so einen Zustrom, so einen besonderen Zustrom von Ausstellern? Weil ihr merkt, wir wollen alle wieder auf die Weide, wir wollen alle wieder raus aus dem Stall. Ja, also es ist also tatsächlich sozusagen, die Motivation ist hoch und groß. Ich muss aber auch sagen, sehr viele Gespräche mit Galerien zeigen, also im Dezember waren alle noch extrem positiv gestimmt, aber seit Januar tun sich dann doch viele echt schwer, weil es einfach schwierig geworden ist, seit so dieser dritte Lockdown, der setzt jetzt doch sehr, sehr vielen Händlern und Galerien mittlerweile zu. Es gibt immer Ausnahmen. Ich kenne auch Leute, die sagen, also für mich läuft es gerade wunderbar. Ich finde das ganz toll. Ich habe jetzt auch völlig umgestellt. Ich rede mehr mit Leuten, als ich es vorher getan habe. Aber das sind die großen Ausnahmen. Ich glaube, den Galerien geht es jetzt, da geht es jetzt gerade schwer ins Eingemachte. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das Problem ist ja auch, gerade bei zeitgenössischerer Kunst, die muss ausgestellt werden, die muss gezeigt werden, die muss erlebt werden.
Und da kann ich mir auch vorstellen, ist das nicht so, ist das nicht so einfach. Also wenn man dann noch vielleicht. Wir müssen leider zum Ende kommen, weil das Zeit. Können wir noch Stunden weitermachen. Ich hatte nämlich letztens, weil du das gerade sagst, und das mit dem Zeitgenössischen ist wirklich nochmal eine Herausforderung. Auch vor 3 Wochen hatte ich eine digitale Führung in der Ausstellung, die wir zuletzt gezeigt haben. Da waren also lauter Mitarbeiter im Homeoffice und da wurde das organisiert. So. Und am Ende wurde ich dann gefragt, so, Jamoschek, so, was sind denn jetzt hier gerade so Trends? Auf welche Künstler muss man denn gerade so achten? Und dann musste ich sagen, so, das weiß ich gerade nicht, weil ich war nicht auf Messen. Ich habe viele Ausstellungen nicht gesehen. Ich kann gar nicht, also ich könnte natürlich sagen, wen ich jetzt gerade interessant finde. Das habe ich dann auch gesagt. Aber so, wo ich so sagen würde, auf der Messe habe ich den Künstler gesehen, der ist dann nochmal aufgetaucht oder habe ich von dem eine Ausstellung gesehen. Also diese ganze, dieses, was man so früher, was ich gar nicht mitgekriegt habe, so unbewusst aufgenommen hat, wodurch man so eine Meinung haben konnte, zu sagen, guck mal den habe ich irgendwie jetzt schon ein paar Mal gesehen, das scheint was Spannendes zu sein, das konnte ich gar nicht mehr, weil ich irgendwie... Nein, weil online funktioniert, das ist einfach eine andere Welt. Das kennen wir ja auch, wenn du ein Foto zugeschickt bekommst von der Arbeit, dann ist die manchmal besser als das Original, aber oft genug ist sie leider schlechter als das Original. Ja. Von daher ist das ganz schwer, wenn es nicht in echt. Ich bin gerade ganz erstaunt, was hast du denn heute für abgefahrene Socken an? Sehr schade, dass wir das nicht sehen können. Aber er hat wirklich abgefahrene Socken an. Zeig doch mal, Chrissy. Sind die Beatles drauf? Kann man das sehen? Nein. Hallo. Ach so, ja, genau. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Tole, es war mir immer ein großes Vergnügen, mit dir zu sprechen und danke, dass du so viel und auch, weil du erzählst auch immer so schön aus deiner Perspektive, was ich immer so spannend finde und da klingt so viel nach, weil ich denke, ja stimmt, so habe ich das noch gar nicht gesehen, aber das freut mich immer sehr. Vielen, vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast. Dankeschön. Danke euch, macht immer wieder viel Spaß. Ich freue mich dann auf ganz persönlich ganz bald. Ne? Hoffentlich ganz bald in echt, genau. Ja. Super. Also pass auf dich auf weiter, Tole, ja? Ahoi, euch auch. Alles Gute. Tschüss. 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 Tschüss.